Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich euch, wie man die Oberfläche von einem Quader berechnet. Hier seht ihr einen Quader und der Quader hat die Kantenlängen 6, 4 und 3 cm. Ich habe das hier nochmal hingeschrieben. A sind 6 cm, B 4 und C 3 cm. Und nun brauchen wir erstmal die Formel. Und die Oberfläche vom Quader, das ist eine lange Formel, aber die ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Das ist 2 mal AB plus 2 mal BC plus 2 mal AC. Ihr wisst, man kann hier zwischen immer ein Malzeichen machen, das muss man aber nicht. Tja, und das ist die ganze Formel. Und jetzt muss man eigentlich nur einsetzen, aber da muss man immer ein bisschen genau hingucken. Also die Oberfläche vom Quader ist jetzt 2 mal A mal B. Also A und B. Also 2 mal 6 cm mal 4 cm. Seht ihr das? A und B. Und jetzt geht es weiter. Plus 2 mal B, 4 cm, mal C, 3 cm. Und dann jetzt nochmal. Plus 2 mal A, also 6 cm, mal C, 3 cm. Das ergibt sich daraus, dass es jede Fläche zweimal gibt. Den Deckel und den Boden, die beiden Seitenteile, vorne und hinten. Und jedes Mal haben wir verschiedene Maße. Wir haben hier zum Beispiel 6 mal 4, das sind Deckel und Boden, 3 mal 6, das sind die, und 4 mal 3 sind die Teile. Tja, und nun rechnen wir die 3 einfach einzeln aus. Entweder mit dem Taschenrechner oder mit dem Kopf. Wir schaffen das. Die Oberfläche vom Quader. 2 mal 6 sind 12, mal 4 sind 48. Zentimeter mal Zentimeter sind 48 cm hoch 2. Plus 2 mal 4 sind 8. 8 mal 3 sind 24 cm hoch 2. Zentimeter mal Zentimeter. Plus 2 mal 6 sind 12. 12 mal 3 sind 36 cm hoch 2 oder eben Quadratzentimeter. So, kriegen wir das auch im Kopf hin? Wir schaffen das. Also, hier sind es 50, 60, 100, 108. Wir überprüfen das. Also, 48 plus 24 plus 36, 108. Also sind das zusammen 108 Quadratzentimeter. Das Ergebnis wird zweimal unterstrichen. Und jetzt haben wir die Oberfläche von diesem Quader berechnet. Und es gibt zwei Seitenteile, oben und unten, vorne und hinten. Und so setzt sich auch die Formel zusammen. Die Oberfläche vom Quader ist 2 mal A mal B plus 2 mal B mal C plus 2 mal A mal C. Wenn ihr euch die Maße ordentlich aufschreibt, dann könnt ihr gar nicht durcheinander kommen und dann rechnet ihr sie in 3 Schritten aus und die 3 Zwischenergebnisse, die addiert ihr zum Gesamtergebnis. So einfach ist das. Okay, das war's.